Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, ich habe jetzt die ganze Zeit gewütet. Das heißt, ich habe die Wutlosch wieder leer gemacht. Ich hatte aber einen Teil diesmal schon den Abend davor ins Auto gebracht, damit am letzten Tag nicht wieder so eine Action ist. So konnte ich das ganz gemütlich und easy alles zusammenpacken und raustragen. Ja, jetzt steht nur noch der PC drin. Der Eimer mit Abwaschwasser für diese Schüssel gleich und ja, für eine Tasse noch. Hier ist mein heutiges Müsli-Frühstück, das diesmal auch veganer Joghurt mit drin. Den hatte ich mir gekauft für den Gurkensalat, den ich schon seit Tagen machen wollte abends. Aber bis jetzt hatte ich abends immer keinen Hunger mehr. War ich auch so schon, hat auch so gereicht. Wir haben jetzt 20 nach 10 und bis um 11 muss ich die Hütte verlassen haben. Ja, da kann ich jetzt noch gemütlich frühstücken. Und danach noch die zwei Sachen abwaschen, dann kochen wir noch einen Tee, fülle den noch in ein Schraubglas. Weil ich ja nicht weiß, ob ich in die Radlerhütte auch schon so früh rein kann wie hier jetzt. Weil normal ist das ja, kann man ja erst ab 14 Uhr in diese Hütten. So. Heute ist wieder Umziehen angesagt. Bin da mittlerweile schon Umzugsexpertin hier, ne? Nicht nur zu Hause und privat bin ich schon sehr oft umgezogen, sondern auch hier im Urlaub ziehe ich andauernd um. Ich sag's ja, Zigeunerin, ne? Ich habe mich jetzt noch mehr in den Schatten gesetzt, weil es ist schon wieder so warm. Ich bin wieder am Ölen hier. Jo, und habe gerade gemütlich weiter gefrühstückt und da denke ich, was höre ich hier auf einmal Merkwürdiges über mir? Und schaue nach oben und was sehe ich da? Eine Drohne über mir. Geht's noch? Wie sie hier noch, auch noch ausspioniert hier von oben. Echt krass. Als ich dann hochgeguckt habe, dann ist sie weggeflogen. Das finde ich immer schon heftig. Kommt schon wieder angeflogen. Was soll das? Oder jemand hier auf dem Campingplatz hat so eine Drohne als Spielzeug sozusagen, aber die ist recht groß und fliegt ganz schön hoch. Heftig. Immer wenn ich hier draußen was esse, bekomme ich Besuch von einem Piepmatz. Der ist wunderschön gezeichnet. Ich weiß nicht, ob es ein Rotkehlchen ist, also rötliche Brust, aber hinten auch noch rot und die Flügel dann schwarz-weiß. Und auch noch andersfarbig, also wunderschöner kleiner Piepmatz. Und der kommt immer ganz nah, bis direkt hier so zu mir an die Füße. Total mutig. Aber wahrscheinlich hat er von den anderen Gästen hier bestimmt schon was zu fressen bekommen. Ja, aber ich gebe ihm nichts, weil ihm das nicht gut tut. Ist nicht gesund für ihn. Aber schon süß. Der Hase war vorhin auch wieder da. Und die Katze, die hübsche, die vorher am See direkt immer rumgewuselt ist, die ist auch hier immer. Also die hat mich jetzt auch schon mehrmals besucht. Ein sehr hübsches Tier. Scheint noch etwas jünger zu sein. Also ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt hatte von der Katze. Gestern Abend war ja noch am See. Hab den schönen Sonnenuntergang noch ein bisschen genossen.
Ja, und da habe ich gesehen, dass noch mal so ein Riesenzelt jetzt dort ist, direkt neben dem anderen Zelt, also neben meinen Zeltnachbarn. Genau das gleiche Zelt. Und ein paar junge Frauen und noch eine Familie waren auch gerade dran, ihre kleinen Zelte aufzubauen. Jo, also mit der Ruhe wird es da heute wahrscheinlich vorbei sein, leider. Erstens das und vor allem mit der Sicht, mit der schönen. Da bin ich aber mal gleich mal gespannt. Jo, naja. Will man machen, ne? Die anderen wollen halt auch Urlaub machen. So, es ist jetzt 10 vor 11. Woodlodge ist jetzt komplett leer, alles ist im Auto und jetzt wird es Zeit, die Schlüssel abzugeben. Ne? Dann sage ich mal bis nachher. Ich bin gerade einkaufen hier in Dürmen, also am Anfang von Dürmen, bin gerade im DM und da habe ich was Neues entdeckt. Pflege ohne Gedöns. Vegan. Ohne Silikone, ohne Parabene, pH-hautneutral. Jo, wer es braucht? Ich brauche es nicht, aber immerhin schon mal ein Fortschritt, ne? So, und hier habe ich jetzt auch noch einiges entdeckt. Alles Rohkost. Paprika Crunch, rote Beete Crunch. Süßkartoffel-Crunch, ist auch Rohkost, und Zucchini-Crunch, so zum Knabbern oder für in den Salat oder in kalte Suppen. Nicht schlecht, das gab es bis jetzt bei unserem DM noch nicht. So, ich habe mir jetzt Folgendes geholt, das erste Mal in meinem Leben habe ich sowas gekauft. Madras Curry mit Basmati Reis. Sind zwei Portionen. Und da muss nur noch eine rote Paprika mit rein. Und es ist vegan. Die Blume ist hier oben. Ja, eigentlich hatte ich so Appetit gehabt auf Kartoffeln heute. Da wollte ich mir eigentlich rohes Gemüse einfach dazu dann, also das klein machen. Als Soße und dann dazu. Aber mir geht es heute mal wieder bescheiden. Ich habe total Schmerzen in den Beinen, trotz des Öls. Ja, und ich habe Halsweh, also das heißt, meine rechte Mandel tut weh, wenn ich runterschlucke, schon seit gestern Abend. Sticht dann immer rein, wenn ich runterschluck. Nicht gut. Jo, und deswegen habe ich gedacht, ja, und außerdem mit dem Topf, das gestern Abend, das Essen mit den Nocchis, das hat auch nicht richtig funktioniert. Das war mehr Matsch als sonst was. Ich konnte die einfach nicht anrösten. Ist doch ein bisschen schwierig, damit was zu kochen mit dem Elektrogrill. Und deswegen habe ich jetzt mich hierfür entschieden. Das werde ich wohl hinbekommen damit und vor allem geht es schnell und ich muss fast nichts machen. Und habe dann vielleicht noch ein bisschen mehr vom Tag heute noch. Jo, dann habe ich mir die jetzt auch gegönnt, das erste Mal. Süßkartoffel-Crunch, Rohkost zum Knabbern, vegan, lecker, aber es ist schon wieder so Kohldampf. Und einen veganen Rohkostriegel mit Gochi und Himbeere. So einen habe ich schon öfter gegessen, schmecken sehr lecker. Will ich jetzt erstmal mampfen. So, ich habe jetzt noch geholt beim Aldi zwei Pakete deutsche kleine Rispentomaten und deutsche Himbeeren. Habe ich jetzt gleich gerade beides schon gewaschen. Das andere Paket kriegt mein Sohn morgen. Jo, davon habe ich schon welche geknabbert im Auto. Schmecken gut. Vor allem machen sie erstmal satt. Ich habe ja noch Basilikum. Dann habe ich noch ein ganzes Paket von diesen Paprika geholt. Die sind zumindest aus den Niederlanden, hauptsächlich nicht aus Spanien. Da brauche ich ja eine später fürs Mittagessen und die anderen sind für morgen für meinen Sohn und mich. Dann habe ich noch zwei Avocado geholt.
Die gibt es ja leider nicht in Deutschland, aber davon mache ich mir eine jetzt gleich dazu, zu meinen Tomaten, weil die halt gut sättigen. Zumindest ist es Rohkost. Und die andere kriegt mein Sohn für morgen. Die ist noch etwas fester. Ja, Zitronen habe ich auch noch. Bio-Zitronen. Mache ich mir jetzt gleich die kleinen Tomätchen. Einfach mit zerdrückter Avocado, Zitrone und Salz und Pfeffer. Und knabber noch die Himbeeren. So als leichte Mittagkost. Ne? Etwas Zwiebel und Knofi muss natürlich auch sein, ne? So, ihr Lieben, ich habe mich jetzt bei der anderen Radlerhütte, also die blaue, direkt neben der anderen, wo ich vorher war, häuslich niedergelassen. Also schon ein bisschen was reingepackt. So, ne? Ja, diesmal mache ich nicht mehr so eine Action. Veranlasse ich auch dieses Mal meinen Koffer im Auto. Das tue ich mir jetzt nicht nochmal an. Jo, ist eigentlich alles gleich wie bei der anderen. Ach ja, und so wild ist es gar nicht mit den anderen Zeltern. Zumindest bis jetzt. Die heute Nacht hier alle Zelte aufgebaut haben, so kleine, diese Jugendlichen, die sind alle schon wieder weg, Gott sei Dank. Jo, ist nur noch hier jetzt. Und das hier eben, das kam noch neu dazu. Aber keiner da. Cool. Ja, es ist aber ein bisschen bewölkt, aber es ist trotzdem total warm und sobald die Sonne kommt, ist es richtig heiß. Deswegen werde ich mich nachher, nach dem Essen, wenn ich ein bisschen verdaut habe, dann hier mal endlich sonnen und vielleicht auch ein bisschen baden und noch lesen, das Buch weiterlesen, ja. Ich habe heute echt tierische Schmerzen. Ich hoffe, die gehen nachher noch weg. Das macht keinen Spaß. So, mein Tomaten-Avocado-Salat ohne Öl und ohne Essig ist fertig. Ich habe sie mal eben probiert, das schmeckt göttlich. Schnell gemacht und sättigt, denke ich, gut. Ja, und mega lecker. Und zum Nachtisch gibt es noch ein paar Himbeeren. Lecker. Ich habe mich jetzt circa eine Stunde gesonnt. Hier direkt am Wasser. Liege also auf dem Sand. Und zwar sehr heiß vorhin, aber jetzt ist wieder alles bewölkt. Leider. Naja, kann man nichts machen, ne? Ja, und dann lese ich jetzt einfach noch ein bisschen mein Buch. Und sag mal bis später. Yeah, ich habe gebadet. War erst ein bisschen kühl, also am Bauch vor allem. Aber wenn man mal drin ist, dann ist es wunderbar warm. Dann ist es wärmer als draußen. Ja, cool. Ich habe aber auch ein Pech. Jetzt hatte ich schon die Paprika geschnippelt für mein kleines Gericht. Und jetzt hat der Elektrogrill den Geist aufgegeben. Jo, und da ich echt Hunger habe, ja, bleibt mir jetzt nur noch mal essen zu gehen heute. Ich wollte eigentlich morgen essen gehen. Jetzt muss ich heute und morgen essen gehen. Ja, aber ich kann zum Glück hier auf dem Campingplatz essen. Die Preise sind hier okay. Und jo, schaue ich mal jetzt, was ich hier finde. So, ich bin jetzt satt. Es gab dort auch wenigstens vegetarische Gerichte. Davon habe ich jetzt eins genommen. Hat so einigermaßen geschmeckt. Jetzt gehe ich noch ein bisschen hier an den See, setze mich da noch ein paar Minütchen hin und schaue den wunderschönen Sonnenuntergang an. Das zeige ich euch aber mal eben noch. Ja, sie ist schon recht tief mittlerweile, aber schön, wie sich das auf der Wasseroberfläche spiegelt. Sieht doch toll aus, ne? Das genieße ich jetzt noch ein paar Minuten. So bricht nun heute die letzte Nacht hier auf diesem Campingplatz an. Ja, einmal ist halt mal Schluss, ne? Aber ich freue mich auch wieder auf zu Hause, auf meinen Sohn, auf meine kleine Wohnung, auf meinen Garten und bin gespannt,
was aus meinen Gemüsepflänzchen mittlerweile geworden ist, ob sie noch leben. Und freue mich auch auf meine kleinen Meerschweinchen. Und vielleicht fahre ich in circa 2 Wochen nochmal für 1-2 Tage hierhin. Mal sehen. Ich lasse es mir mal durch den Kopf gehen. Ich verbringe morgen allerdings noch den Tag hier. Je nachdem, wie das Wetter morgen wird, dadurch entscheidet sich, wie lange ich noch hier bleibe. Ja, und vielleicht bade ich morgen sogar noch mal hier und sonne mich auch noch. Oder gehe noch spazieren. Man wird es sehen. Falls morgen noch irgendein tolles Ereignis sein sollte, dann werde ich euch das natürlich wissen lassen. Ansonsten war das jetzt die letzte Folge aus dieser Urlaubsserie. Ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr habt mich gerne begleitet hier auf dem schönen Campingplatz und hoffe auch, dass euch diese Serie gefallen hat. Und wünsche euch wie immer eine gute Zeit, alles Liebe und bis bald!